Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead. Wir haben im letzten Part ja die nette Dame schon wieder befreit. Wir haben sie schon mal im Diner, oder wir haben ihr im Diner schon mal aus der Patsche geholfen. Und nun wieder, willst mich verarschen, die Straße vorhin wird durch ein verlassenes Fahrzeug. Eine Herde nähert sich schnell. Durch die Herde fahren, räumen sie da aus. Oh, durch die Herde fahren. Dann erwischen wir noch ein paar von denen. Ja, wir mussten der Dame schon wieder aus der Patsche helfen. Und ich habe mich dazu entschieden, nach Archer Creek Corporation zu fahren. Das ist ein Bündnis von Zivilisten, die an diesem hydroelektrischen Dammkomplex zusammenkommen. Aktuell sind dort über 40 Familien angesiedelt. Das heißt verdammt viel Beißer. Aber die andere Auswahl war auch nicht viel besser. Also so oder so, Beißer hat's überall. Die Straße vorhin wird doch ein verlassenes Auto. Ach komm, räum das Auto weg. Wo sind wir denn hier? Das sind nur noch ein paar Meter. Na, gut. Ich habe wieder meine Armbrust. Ich habe nur einen Bolzen. Wirklich? Nee, oder? Ah, hier unten 6. Gut. Ich brauche nicht zweimal Pistolenmunition. Vorschlaghammer lasse ich auch hier. Oh, ich habe nicht mehr. Ich habe nicht Platz genug. Naja. Was soll ich noch hier lassen? Schrotflinte. Die Schrotflinte ist zwar praktisch, aber wenn ich... Ja gut, hier hätte ich noch mehr Schüsse. Aber dann habe ich nur 9. Dann hätte ich nur noch einen Platz frei. Ich lasse die Schrotflinte hier. Ich hoffe... Ah fuck, ich habe ja nicht... Ich habe wieder einen Vorschlaghammer. Hammer aufgelesen. Den lasse ich aber wieder fallen. So. Jetzt kann es losgehen. Wo ist Mikey? Kann ich ihn nicht auf die Mission schicken? Ah, ich muss das Auto jetzt wegräumen? Oh, ich dachte, jetzt geht's los hier. Na gut, vielleicht finde ich jetzt etwas Praktisches. Hey, kann ich hier? Kann ich da oben rein? Kann man schneller die Treppe runter, bitte? Schneller! Noch ein Stück! Okay. Wow, wow, wow. Ist kein Grund, hier die Tür einzuschlagen. Hallo, meine Liebe. Ach, zum Glück treffe ich dich von so weit entfernt. Hallo Freundchen, bist du alleine hier? Sieht ziemlich verlassen aus. Ja. Tatsächlich. Wie kriegst du denn hier? Okay, jetzt müsste es nur noch irgendwelche Dinge hier haben. Was haben wir hier? Ich kann es nicht nehmen. Naja. Wo ist der Koch? Wo? Du hast verdammt gut getarnt, Alter. Okay. Nichts? Das war ja voll für die Katz. Na gut, ich bin ja eigentlich hier, um das Auto wegzuschieben, nicht hier, um die Landschaft zu erkunden. That's what I need.
Endlich mal ein Sportgetränk. Nicht gerade viel los. Ist hier in der Nähe eine Schule oder? Gut. Was haben wir hier? Noch ein Sportgetränk. Boah, hier haben sie gerne Türen. Überall hat es eine Türen. Ah, das ist ja. Oh! Na toll! Ich hasse es, irgendwo reinzugehen, dann hat's nur so. Kacke! Gut, diese Kacke rettet mir wenigstens das Leben. Aber eine noch bessere Waffe als das Rohr wäre auch nicht schlecht. So, ist hier die Luft rein? Jo. Super. Ist hier drin noch was Nützliches? Uiuiui. Meine Liebe. Oh, Scheiße. Oh, komm schon. Danke. Puh. Gehschwert. Oh, was ist? Tankstuhl Munition. Manche, wieso hurst du ja einfach in der Ecke rum? Hast du nicht mal was zu essen dabei? Oh, da steht auch noch einer im Regal. Vor allem Regal. Ah, fuck. Wegen einer Pistolenmunition? Ah, liebe Entwickler, haut doch ein bisschen mehr das nächste Mal in die Räume rein. Um besser belohnt zu werden. Super! Ich schiebe das Auto auf die Seite, damit die Züge im Weg stehen. Und das auch noch. Okay. Super. Und durch die Schranken rase ich einfach durch. Okay. Jetzt habe ich ehrlich gesagt keinen Bock, hier alle noch zu töten. Deshalb laufe ich einfach schnurstracks zum Auto. So, das lief ja eigentlich ganz gut. Manche hätte in dieser Zeit auch noch irgendwas machen können, aber... Tja, wenn ich will. Ja, weiter geht's, weiter auf der Hauptstraße. You don't say a whole lot, do you? Nope. Right, so I'm Anna Turner, but all my friends call me Scout. Look, about leaving the diner, I had to get my friend to a hospital. You got people depending on you, you need to push on. My dad's a sheriff, so I was helping with what I could. Scrounging supplies, helping people. So what happened? He made me promise to get to the evacuation at Palmetto Estates. Said he was pulling his deputies and would meet me there. That's the best plan I heard all week. Ja, besser als der Plan von Merle, zur verdammten Gang zu gehen. Gut,
Mikey, heilen wir ein wenig. Ja, so. Und ich habe immer noch kein Messer für dich, aber du gehst Treibstoff suchen. 84%. Ich glaube, du überlebst das nicht, Mikey. Aber du bist ja hart. Aber dafür auch leichtsinnig. Aber hey, ich glaube an dich. Du packst das schon. Treibstoff lasse ich hier. Mann, was habe ich für ein Riesenarsenal? Aber ich benutze so selten Gewehre. Pistole. Ja komm, das passt schon. Wie ich mich in Archer Creek anstelle, sehen wir im nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Tschüss, YouTube.